Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit dem neuen Escape from Tarkov Video und jetzt, wo wir auf Twitch wieder regelmäßig live sind mit einem festen Zeitplan, fangen wir auch auf YouTube wieder mit regelmäßigen Videos an. Mindestens 2 die Woche werdet ihr sehen, also wenn ihr euch darauf freuen könnt, dann lasst einfach ein Abo da und auf Twitch bin ich 5-mal die Woche live zu sehen mit einem wechselnden Zeitplan. Und jetzt erstmal ein bisschen Gameplay. Müsli, es gibt doch so viele I5. Es ist... Glaubt ihr das, dass ich so scheiße gerade war? Ich verstehe gerade nicht, wo die hin sind. Das waren 2 so easy Kills und ich konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden, ob ich jetzt die Mosin raushole oder es einfach mit der... mit der HK mache. Kacke, Mann, wie kann man so versagen? Das ist doch nicht normal. Pet, grüß dich. Das sind sie. Oh, komm, lass mich da noch hinkommen. Auf dem schnellsten Weg raus. Krieg einen Kotzanfall ohne Scheiß, Leute. So einen richtig ultimativen Kotzanfall. Passiert mir in letzter Zeit so oft, dass ich die einfachste Scheiße nicht gebacken krieg.
Mein Kollege ist noch oben. Das, seht ihr es? Es ist einer direkt vor mir, Mann, und ich krieg nicht mal die Kills hin. Ich bin mir so sicher, dass ich gerade noch Schritte hinter mir gehört hatte. Oh. Hey, meine Hände sind zu nichts zu gebrauchen. Sind komplett steif. Ja, Leo, wenigstens habe ich meine Flanks noch hinbekommen, Alter. Ich wusste, dass da noch einer war.
Ich habe ihn hinter mir gehört, als der lang gelaufen bin. Ich weiß nicht, warum er mir nicht die ganze Zeit schon in den Rücken geschossen hat. Also als ich von dem Grashügel runtergegangen bin zur Straße, da habe ich ihn schon hinter mir gehört. Der kam unerwartet. Ich habe tatsächlich gedacht, der macht es ein bisschen... Der macht es ein bisschen besser. Hat gesehen, dass ich ihn gesehen habe und flankt jetzt hoch auf den Hügel und snipet mich von oben weg. Okay, erklär doch, warum der ein kleines bisschen hart im Nehmen war hier. Nicht jetzt, Leute. Er ist so aufgeregt. Ich muss von dem Trip gerade erstmal runterkommen. Ihr habt es gesehen, das war kein Exit-Camp, ne? Ich habe die verfolgt. Und dann ging die Scheiße ab hier. Wäre natürlich geil gewesen, wenn einer von denen noch ein CMS dabei gehabt hätte. Okay, Munition ist voll. Das ist wie das Gleiche. Der ist voll getroffen worden, aber der reagiert nicht auf die Schüsse. Und erst der zweite ist dann wie ein Treffer. Auch lustig, dem habe ich die Waffe auseinandergebaut und die sieht noch voll zusammengebaut aus. Ja, die PMCs denken Exit-Camper, klar. Vielleicht war einer hier sogar ein Exit-Camper, weil... Noch Schüsse am Hafen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die attackiert worden sind. Wir haben ja die Schüsse gehört am Ausgang. Die Frage, ob er noch einen Kollegen gehabt hat. Weil das war kein Bot. Der hätte wehgetan.